Bodo und die feinen Leute. Bodo hatte mittlerweile den Moorweg verlassen und radelte auf der Straße dahin. Er fuhr nicht sonderlich schnell und genoss das schöne Wetter und das leichte Fahren. Nach 3 Kilometern kam er an einem vornehmen Landhaus vorbei, das mitten eines sehr gepflegten Gartens lag. Eben hielt ein elegantes Auto vor der Einfahrt. Der Fahrer sprang heraus und öffnete die hintere Tür. Bodos Neugier erwachte. Er fuhr langsamer, um zu sehen, welcher reiche Mann da ausstieg. Zu seiner größten Überraschung kletterte jedoch kein Mann aus dem Wagen, sondern ein Junge, der etwa in seinem Alter sein mochte. Er trug einen Anzug wie ein Erwachsener und ein weißes Hemd mit einem Schlips. Sein Gesicht war blass. Das Haar zwar lang, aber sehr gepflegt. Er ging durch das Tor in die Einfahrt auf das Haus zu. Bodo sah ihm nach, bis er hinter dem Rhododendronbusch verschwunden war. Dann beobachtete er, wie der Fahrer aus dem Innern des Autos eine Geige herausholte und sie dem Jungen nachtrug. »Mensch«, dachte Bodo, »der hat ein Leben. Wird mit dem Auto nach Hause gebracht und trägt nicht mal seine Geige selbst. Sein Vater ist bestimmt Millionär. Das sieht man ja schon an dem Haus. So viel Geld und nur ein Kind. Wir sind 8 und haben überhaupt kein Geld.« Er stieß sich mit dem Fuß ab und radelte weiter. »Auf alle Fälle will ich mal genauso reich werden wie er. Der Junge muss doch ein Leben führen wie ein Graf. Sollte mich gar nicht wundern, wenn er einen Diener hätte, der ihm die Schuhe zubindet und den Hintern abputzt. Und wir armen Schweine müssen alles selber machen. Uns hilft keiner. Wir haben einen Vater, der säuft und sich in der ganzen Welt herumtreibt, und eine Mutter, die einfach verschwindet. Dazu noch einen Onkel, der uns im Moor versaufen lassen will. Aber wartet nur. Ich komme nach oben. Ich werde eines Tages auch ein Auto haben und so ein Haus wie der reiche Pinkel da.« Er fuhr schneller, weil er bald zurück sein wollte, um sich die Villa noch einmal genau anzusehen. Im Spargeschäft kaufte er ein Brot und ließ 2 Dosen Wurst unauffällig in seiner Hosentasche verschwinden. Was er sonst noch mitbringen sollte, fiel ihm nicht mehr ein. Er klemmte das Brot auf den Gepäckträger und machte sich auf den Heimweg. Vor dem prächtigen Haus stieg er ab und stellte das Fahrrad an einen Straßenbaum. Er schaute sich um, ob ihn noch niemand beobachtete. Und dann ging er ein Stück den Kiesweg entlang, um möglichst viel von dem Haus und der ganzen Anlage zu sehen. Im Vorgarten blühten in einem herzförmigen Beet hunderte von Rosen in allen Farben. Der Rasen war kurz geschnitten und so eben wie ein Tisch. Gelb, weiß, rot und violett blühende Rhododendren und Azaleen, die an der Straßenfront und den beiden Seiten des Grundstücks wuchen, verströmten einen betäubend süßen Duft und schützten die Bewohner des Hauses vor neugierigen Blicken. Da niemand im Garten war, ging Bodo weiter. Er wollte auch wissen, wie es hinter einem solchen Haus aussah, damit er seines später ebenso bauen konnte. Vorsichtig ging er um die Garage herum und lugte um die Ecke. Er sah einen Swimmingpool mit Sprungbrett, eine große Terrasse, die mit bunten Mosaiken ausgelegt war und durch eine rot-weiß gestreifte Markise beschattet wurde, und neben dem Schwimmbecken 2 Hollywood-Schaukeln, die im rechten Winkel zueinander standen. Der Rasen, auch hier sehr gepflegt, erstreckte sich fast 100 Meter weit nach hinten. Bodo staunte und nahm alles in sich auf. Schon wollte er wieder davonschleichen, da merkte er, dass in einer der Schaukeln jemand schlief. Es war der Junge, der sich von einem Erwachsenen seine Geige hatte nachtragen lassen. Bodo nickte grimmig und wandte sich ab. »Noch ein paar Jahre«, dachte er, »dann penne ich auch in so einer Schaukel.« 15 Minuten später stand er vor ihrer Moorkarte. Er nahm das Brot vom Gepäckträger, säbelte sich eine dicke Scheibe ab, öffnete eine der Wurstdosen mit einem Taschenmesser und grub eine Wurst heraus.
Bevor er jedoch den ersten Biss getan hatte, kamen Rolf und Berti auf die Diele. »Mensch«, schrie Rolf, »friss nur nicht alles allein. Du, wir haben auch Hunger.« Er riss Bodo das Brot aus der Hand und schnitt sich ebenfalls eine Scheibe herunter. »Hast du noch mehr?« fragte er schmatzend. »Nee«, antwortete Bodo, »nur noch eine zweite Dose Wurst. Brot lässt sich schlecht klauen, das kannst du ja nicht verstecken.« »Hast du die Wurst etwa geklaut?« »Na, was denn sonst? Dafür war mir das Geld zu schade.« »Du bist ein ganz blöder Ochse«, rief Rolf. »Wenn sie dich dabei erwischt hätten, wärst du in dein Heim gekommen. Und wir gleich mit.« »Mich erwischt schon keiner«, wehrte Bodo ab. »Ich pass auf.« »Dennoch«, sagte Rolf, »es ist zu gefährlich. Wer weiß, wie lange wir hier noch hausen müssen. Auf keinen Fall wollen wir in ein Fürsorgerheim, nur weil du was geklaut hast.« Er reichte Berti das Messer, damit sie sich auch was zu essen machen konnte. Als alle zwei Stullen gegessen hatten, unterbrach Rolf das Gelage. »Halt«, sagte er, »der Rest bleibt für die anderen. Die müssen auch einen Mordskohldampf haben.« Er rülpste und stand auf. »Wo hast du denn den Eimer und die Wäscheleine?« fragte er. »Ach du Scheiße«, rief Bodo, »die hab ich vergessen.« »Vergessen?« wiederholte Rolf. »Sag mal, bist du noch zu retten? Deshalb bist du doch überhaupt losgefahren.« Bodo hob die Schultern. »Ich hab unterwegs so viel gesehen und erlebt, da hab ich mich gar nicht mehr an Renas dämliche Katze erinnern können. Ist sie schon abgesoffen?« »Ja«, zischte Rolf böse, »sie ist abgesoffen und jetzt ist das ganze Wasser vergiftet und wir können nichts mehr trinken.« »Och«, sagte Bodo, »da ist bestimmt noch irgendwo so ein Brunnen, wo wir Wasser holen können. Katzenbadewasser schmeckt sowieso nicht.« In diesem Augenblick kam Ingelore mit den Kleinen zurück. Rena trug ihre Katze auf den Arm und streichelte sie zärtlich. Walter und Birgit stapften vorsichtig neben ihr her und hielten mit beiden Händen ihre Hosentaschen zu, in denen sich kostbare Dinge befanden mussten. Ingelore schien ebenfalls Wertvolles zu tragen, allerdings nicht in ihren Hosentaschen, sondern in ihrem Pullover, den sie am unteren Rand angefasst und wie einen Sack gefüllt hatte. Willi saß auf ihrer Schulter. »Die Katze ist ja gar nicht abgesoffen«, rief Bodo, als Bodo sie auf Renas Arm entdeckte. »Was quatscht ihr Knallköppe denn?« »Ratet mal, was wir mitgebracht haben«, schrie Walter schon an der Tür. »Kartoffeln! Ganz viele, die braten wir auf Feuer. Muschi hat sie gefunden.« Sie schütteten die Kartoffeln auf den Boden und setzten sich daneben. Rena sah als erste das halbe Brot, das da im Handwagen lag, und ihre Katze sah als erstes die Leberwurstdose. Beide wollten sich sofort näher mit ihrem Fund beschäftigen, wurden aber von Rolf daran gehindert. »Moment«, sagte er, »das wird gerecht aufgeteilt, mehr haben wir nämlich nicht.« Er schnitt für alle eine Scheibe ab und Ingelore musste sie mit Wurst bestreichen. »Das schmeckt was?«, fragte Bodo. »Hab ja auch ich besorgt.« »Ja«, sagte Rolf, »aber den Eimer und die Wäscheleine hat er nicht mitgebracht, der Dussel. Er meint, er hätte sie vergessen, aber er wollte nur, dass die Katze absäuft.« Rena steckte ihrer Muschi ein Brocken Brot mit Wurst zu und streichelte sie. »Wo ist denn die Milch für Willi?«, fragte Ingelore. »Mensch, an die habe ich auch nicht gedacht«, rief Bodo. »Dann wirst du jetzt noch einmal losfahren und sie holen«, befahl Rolf. »Und zwar sofort. Und den Eimer und die Wäscheleine bringst du auch mit.« »Soll ich nicht lieber fahren?«, fragte Ingelore. »Kommt gar nicht in Frage«, sagte Rolf. »Er hat die Sachen vergessen, also muss er sie auch holen. Los, hau ab, du Kamel. Wenn du dich beeilst, kriegst du auch noch was von den Bratkartoffeln ab, die wir uns jetzt brutzeln. Nun mach schon. Wenn du noch lange hier rumglotzt, hauen wir dich mit der Pfanne. Denn da haben wir zu den Kartoffeln noch einen Schweinebraten, so einen richtigen Dreckschweinebraten.« Bodo erhob sich langsam und schlenderte zu dem Fahrrad hinüber. »Du gibst mal wieder mächtig an«, sagte er zu Rolf. »Und dabei bist du doch nur so ein kleiner mieser Pinscher. Warte nur. In 10 Jahren wirst du dich freuen, wenn du in meinem Garten den Rasen mähen darfst.« Er stieg auf
und radelte davon. »Vier Sachen musst du mitbringen«, rief Ingelore ihm nach. »Eimer, Wäscheleine, Brot und Milch.« »Aber nur, wenn das Geld reicht«, rief Bodo zurück. »Mit Klauen ist nichts mehr. Rolf hat Schiss, dass sie ihn in die Fürsorge stecken.« Und weg war er. Die Kleinen hatten nun auch ihre Brote aufgegessen. Satt waren sie davon nicht. Darum sollte Ingelore sofort die Kartoffeln braten. »Komm, Berti«, sagte Rolf, »wir holen ein paar Torfsoden, damit wir uns an einem Tisch eine anständige Sitzgelegenheit bauen können.« Und Ingelore und Rena schälen und braten die Kartoffeln. »Wenn wir was braten sollen, brauchen wir Feuer im Herd«, sagte Ingelore. »Das ist schnell gemacht«, rief Rolf. »Mit der Teerpappe ist das eine Kleinigkeit.« Er ging an die Feuerstelle und begann, die schwarze Pappe in kleine Stücke zu zerreißen. »Ich möchte nur wissen, wohin der Rauch abzieht«, murmelte er. »Das ist doch gar kein Schornstein.« »Der zieht einfach durch die Löcher im Dach«, sagte Berti. »Darum sind die Balken auch so schwarz.« Rolf legte einige Stücke Holz quer und kreuz und quer übereinander und dann die Dachpappe drüber. »Hol du mal eine Handvoll Heu aus dem Bett«, sagte er zu Berti. »Das bisschen Papier hier genügt nicht.« Berti brachte das Heu und Rolf stopfte es unter das Holz. »So, nun geht's los«, sagte er. »Sollte mich verdammt wundern, wenn das nicht scheußlich qualmt.« Er riss ein Streichholz an und entzündete das Papier. Da es wegen der vielen Risse und Löcher im Dach und den Wänden genug Zugwind gab, wuchs die Flamme schnell und griff gierig nach dem Holz und der Teerpappe. Als die brannte, entwickelte sich dichter, graugelber Qualm, der nach allen Seiten auseinanderquoll und die Kinder zwang, vom Herd zurückzutreten. »Bei dem Qualm kann ich keine Kartoffeln braten«, sagte Ingelore und flüchtete hustend nach draußen. »Die doofe Teerpappe verstinkt ja die ganze Bude. Komm, Rena, wir schälen die Kartoffeln hier.« Auch die Jungen zogen es vor, die verräucherte Diele zu verlassen. Sie wollten warten, bis der Qualm abgezogen war und dann nur Holz und Torf verbrennen. Nach einer halben Stunde war die Luft endlich wieder rein. Rolf fegte die Reste der verbrannten Pappe vom Herd und entfachte das Feuer aufs Neue. Diesmal brannte es ohne zu qualmen. Dann hatte er den Einfall, eine der ausgehängten Türen als Tisch mitten in der Diele auf einige Mauersteine zu legen. »Das wäre schon mal der Tisch«, sagte er. »Jetzt holen wir eine ganze Menge Torf und bauen uns daraus ein paar prima Stühle. Komm, Berti, und ihr könnt meinetwegen auch mitkommen«, wandte er sich an die Kleinen. Sie stiefelten gemeinsam los. Rena und Ingelore hatten inzwischen das Problem zu lösen, ohne Wasser Kartoffeln zu kochen. »Wenn wir Bratkartoffeln machen wollen, brauchen wir doch gar kein Wasser«, sagte Rena. »Mama macht das immer nur mit Margarine.« »Natürlich brauchen wir Wasser«, sagte Ingelore. »Bevor wir die Kartoffeln braten, müssen wir sie nämlich kochen. Das heißt«, fuhr sie nachdenklich fort, »wir könnten sie auch so braten. Und weißt du wie? Wir legen sie einfach mit der Schale in die heiße Asche. Dabei sparen wir doch auch noch die Arbeit mit dem Schälen.« Als Rolf mit Berti und den anderen Kindern zurückkam und jeder seinen Torfsoden aus der Diele ablegte, roch es schon verlockend nach Schmorkartoffeln. Rief Walter, »was riecht hier denn so gut?« »Na was wohl«, sagte Ingelore, »die Kartoffeln natürlich. Komm, kannst schon mal probieren, aber vorsichtig, sie sind sehr heiß.« Sie nahm eine Gabel, spießte eine Kartoffel aus, auf und entfernte mit dem Messer die pechschwarz gebrannte Kruste. Das Innere der Kartoffel leuchtete gelb und dampfte. Walter kostete mit spitzer Zunge. Zischte er. »Die schmeckt aber gut. Hast du noch eine?« Bald saßen alle auf den Torfsoden rund um den primitiven Tisch und futterten. »Ihr müsst euch Salz drüber streuen«, sagte Rolf, »dann schmecken sie noch besser.« Das Rösten der Kartoffeln, das Herausfischen aus der heißen Asche und das anschließende Schälen nahmen sie so in Anspruch, dass sie darüber ihren Bruder Bodo vergaßen und ihm nichts übrig ließen. Erst als sie sich nach einer reichlichen Mahlzeit vor dem Haus ins Gras legten, um zu verdauen, erinnerten sie sich seiner. »Mensch, was soll Bodo denn essen?« rief Berti plötzlich. »Die Kartoffeln sind alle.« »Ach«,
Um den macht dir man keine Sorgen, sagte Rolf. Der verhungert schon nicht. Ihm ist es auch einerlei, ob wir was zwischen den Zähnen haben. Bodo war längst auf dem Heimweg. Am Lenker seines Fahrrads baumelte ein gelber Plastikeimer, in dem sich eine Wäscheleine, ein Brot, eine Tüte Milch und 1 Pfund Leberwurst befanden. Von den 4 Mohnbrötchen, die er sich in Gnarrenburg gekauft hatte, klebten noch Krümel an seinen Mundwinkeln. Wieder wollte er vor dem Haus der feinen Leute Station machen und einen Blick in den Garten werfen, wie er es auch auf dem Hinweg getan hatte. Das Leben dieser Menschen interessierte ihn sehr. Er wollte so viel wie möglich darüber erfahren. Diesmal hatte er mehr Glück. War vorhin niemand im Garten gewesen, so hörte er jetzt schon laute Stimmen, als er sich unter den Rhododendronbüschen kriechend am Haus vorbei nach hinten bewegte. Diese Seite mit den vielen hohen Büschen und Sträuchern bot ihm bessere Deckung als die andere, wo er neben der Garage leicht gesehen werden konnte. Außerdem war er hier der Terrasse und den beiden Hollywood-Schaukeln näher. Auf der Terrasse stand ein gedeckter Kaffeetisch. Bodo sah eine glänzende Kanne, schöne Tassen und Teller und eine Menge Gebäck. Davor saßen 3 Personen, eine füllige, strohblonde Dame in einem bunt geblümten Kleid, ein jüngerer Mann in weißen Hosen und weißem Rollkragenpulli und der Junge, der seine Geige nicht tragen wollen. Sie knabberten Kekse, nippten an Kaffeetassen und sprachen miteinander. Aber von dem, was sie sich erzählten, konnte Bodo kein Wort verstehen, denn sie bedienten sich einer Sprache, die er noch nie im Leben gehört hatte. »Das sind ja wohl Ausländer«, dachte Bodo. Aber als noch eine Dame aus dem Haus kam und sich zu ihnen an den Tisch setzte, sprachen alle Deutsch. Nun erfuhr Bodo eine ganze Menge vom Leben der reichen Leute. Am meisten beeindruckte ihn, was er über Carsten Victor erfuhr. Der hatte ein Tagesprogramm wie ein Schwerarbeiter, musste reiten, 3 Sprachen lernen, Konzerte besuchen und Tennis spielen. Freizeit hatte er anscheinend überhaupt nicht. Sehr nachdenklich machte Bodo sich schließlich auf den Heimweg. Seine Geschwister waren draußen, als er bei der Moorkarte ankam, und Willi hatte eine Handvoll Blumen ausgerupft, bohrte mit einem Stock Löcher in den lockeren Boden und versuchte, sie wieder einzupflanzen. Birgit und Walter bauten aus Torfsoden einen hohen Turm, der aber so wackelig geriet, dass er immer wieder umfiel. Rena spielte mit ihrer Katze. Rolf und Ingelore schliefen. Nur Berti war nicht da. Bodo stellte das Rad in die Diele und betrachtete staunend den Tisch und den Hocker aus Torf. Dann nahm er den Plastikeimer vom Lenker und schlenderte damit nach draußen. »Wacht auf, meine faulen Kinderchen!« rief er seinen Geschwistern zu. »Eure liebe Oma ist wieder da und hat euch allen was Schönes mitgebracht.« Rolf setzte sich auf. Er reckte sich und gähnte wie ein Nilpferd. »Da bist du ja endlich«, sagte er. »Du hast wohl den Rückwärtsgang drin gehabt, was?« »Sei du bloß still«, rief Bodo. »Ihr macht euch einen gemütlichen Tag und ich jag mich für euch ab.« »Hast du wenigstens alles gekriegt?« fragte Rolf. »Der Eimer macht ja einen ganz soliden Eindruck, aber die anderen Sachen hast du wohl wieder vergessen, was?« »Dann müsste ich ja so doof sein wie du«, gab Bodo zurück. »Hier ist die Wäscheleine, hier ist die Milch, hier ist das Brot und hier ein ganzes Pfund Leberwurst.« Ingelore nahm ihm die Milchtüte ab und riss sie an einer Ecke auf. »Gut, Bodo«, sagte sie. »Komm, Willi, jetzt gibt's was zu trinken.« »Hast du schon den Tisch gesehen und die Stühle?«, fragte Rena. »Haben wir alles selber gemacht.« »Danach sieht's auch aus«, sagte Bodo. »War der Eimer sehr teuer?« »Der hat gar nichts gekostet.« »Wieso? Hast du ihn geklaut?« »Nee, das war nicht nötig. Ich habe die Olle, die mir die Wäscheleine verkauft hat, gefragt, ob sie nicht einen alten Eimer übrig hätte, wo Marmelade drin war oder ein Waschmittel, und da hat sie mir den hier locker gemacht.« Berti tauchte hinter den Erlen auf. Er hatte sein Hemd ausgezogen, am Kragen zugebunden und mit Kartoffeln gefüllt. »Ich habe eine ganz tolle Stelle gefunden«, sagte er. »Guckt mal, die Kartoffeln sind so sauber wie gewaschen. Und man kann von einem Busch aus in aller Ruhe an das Feld ran. Wenn wir die gegessen haben, hole ich wieder welche von da.« Bodo sah ihn an.
Er blickte auch zu dem kleinen Willi hinüber, der immer noch mit der Milchtüte beschäftigt war. Und er dachte an Carsten Viktor, der zu vornehm war, um seine Geige selbst zu tragen und sich in einer fremden Sprache unterhalten konnte wie ein Ausländer. Als die Sonne untergegangen war, trotteten die Kinder ins Haus und krochen ins Heu. »Ob Mama wohl schon wieder da ist?«, fragte Walter leise. Aber er bekam keine Antwort. Seine Geschwister schliefen schon. »Bis bald«,